Wo einer imstande ist, sich etwas sagen zu lassen, ohne ihn im Vorhinein zu verstehen, gewinnt er an echter Selbsterkenntnis. Naja. Also, worum es geht, ne? Ja. Dass einer den anderen was sagen lässt, und es wird der Fall beschrieben, dass er das, was der andere sagt, nicht versteht. Darum geht's. Ja, es geht also, dass man dem anderen mit Unverständnis gegenübertritt, also nicht schon sagt, ich verstehe den sowieso. Ne? Nee, nicht sowieso. Dann liest nochmal vor. Also nee, nochmal. Wo einer imstande ist, sich etwas sagen zu lassen. Ja. Ja, das muss man aber auch wirklich dann auch so genau so sich sehen. Etwas sagen lassen. Man ja. muss sich das schon etwas sagen lassen. Ja, ja, okay. Wo er den Anspruch des anderen gelten lässt. Ja, auch ja. gut. Weiter? Ohne ihn im Vorhinein zu verstehen und dann zu begrenzen. Jetzt Moment mal. Ja. Also das ist ein Prozess, das heißt, das Verstehen ist eine Seinsbestimmung des Menschen. Bedeutet sozusagen auch, dass der Mensch ewig im Verstehen ist, solange er lebt zumindest. Also, dass er immer in einer Verstehenssituation ist. Verstehen an sich, das ist ein fortlaufender Prozess. Ne? Ja. Wie war denn die Sache davor nochmal? Ja, der Satz davor. Das Verstehen gelangt erst dort zum Wirklichen, wo es auf sich Verzicht tut. Das heißt, vor dem Unverständlichen. Ja, aber jetzt durch diese ganzen Zeichen und Formeln, nee, warte mal, aber das ist ja dann die Wahrheit. Ja. Das Unverständliche. Ja. Genau, das ist die Wahrheit. Genau. Gegenüber, also dagegen, versuchen Adorno und Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung von 1947 zu zeigen, dass es aus der geschichtlichen Dialektik von Fortschritt und Repression deshalb keinen natürlichen Ausweg gibt, weil der Schauplatz dieser Dialektik die menschliche Subjektivität selbst ist. Im Subjektwerden der Menschen ist auf eine dialektisch verhexte Weise schon die Abschaffung des Menschen angelegt. Verhext? Ja, verhexte Weise schon die Abschaffung des Menschen angelegt. Sein Tod quasi. Deshalb gibt es in dem geschichtlichen Moment, in dem der Stand der Produktivkräfte Freiheit und Überfluss für alle möglich machen würde, die emanzipierten Subjekte nicht, die sich den gesellschaftlichen Reichtum aneignen könnten. Vernunftkritik nach Adorno. Wenn man nur dialektisch vorgeht, ist es wirklich die Abschaffung des Menschen. Ja. Das stimmt. Ja, also wenn man in der Dialektik bleibt, dann schafft man die Menschen ab. Und ich auch Menschen als was? Als was? Als Mensch, also als Ding, als nicht als Ding, sondern im Grunde genommen als Existenz. Ja, man schafft die Existenz. Man löst sogar die Dauer auf von, wie heißt er jetzt nochmal, die Dauer? Im Grunde genommen nur ein Kreisen in sich selber, eigentlich so, nach meiner Ansicht so. Die Dialektik habe ich mal so herausgebuddelt aus der alten Philosophie. Dialektik zeichnet als Mittel zur Ataraxie, also zur Selbstberuhigung des Geistes. Weißt du, wenn du alleine bist, von allen verlassen bist, ja, dann kannst du weiterleben. Irgendwie. Du kannst in dir selber kreisen, du kannst in dir selber was entwickeln. Das ist wunderbar. Dialektik ist wunderbar. Also es ist eine wunderschöne Sache. Es geht nicht um meine Meinung, ob ich da jetzt dafür bin oder nicht. Und wenn ich sage, ja, der andere könnte recht haben, ist es meiner Überprüfung überlassen. Ich muss mich mit dem Wahlergebnis zufrieden geben. Ich habe gewählt und das hat ja, nichts aber, mit meiner Meinung mehr zu tun. Ich muss meine Klappe halten. Das ist ja nicht quasi das Ideal von Demokratie. Darum, dass ich zu der Erkenntnis komme, dass du recht hast. Nee, aber, und dass das hat nichts mit Gewaltenteilung zu tun. Das ist alle Gewalt bei mir. Ja, aber die Sache ist, die Entscheidung wenn ich sage, der andere könnte auch recht haben, dann kann man da hören, ich muss das aber für mich selber verprüfen, ist er aber nicht so gesagt. Nee, aber grob gesagt, überleg mal, also keine Verfassung der Welt und kein Gesetz der Welt verbietet Recht zu haben. Nee, stimmt nicht. Vielleicht. Nee. Unser Grundgesetz fängt an mit die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, jede Verfassung der Welt. So. Ja. So lange. Jede Verfassung der Welt fängt mit dem Satz an. Bloß. Auch in Diktaturen. Ja, ja.
Ja, die Verfassung ist gut, ne? Aber Durchsetzung da von dem Recht, ja. Das ist wichtiger noch. Eine Behauptung, wer sich für einen Staatsbürger hält, gefälligst zu fügen hat. Ja. Punkt. Genau, ja. Richtig. Genau. Dieses Denken selber, dass man immer wissen will und auch dann die Meinung des anderen versucht, selber sich nochmal für sich selber das zu entscheiden, dass das ist so frei, dass die Freiheit als Sehnsucht nicht mehr funktioniert. Das ist ganz irre. Versöhnung kann nur als Aufhebung der Selbstentzweiung der Natur gedacht werden. Erreichbar nur im Durchgang durch die Selbstkonstitution der Menschengattung in einer Geschichte der Arbeit, des Opfers und der Entsagung. Nee, aber er hat aus dieser Zusammenarbeit seine Musiksoziologie geschrieben, der Adorno. Ja. Aber aus der Zusammenarbeit mit Alban Berg. Und Free Jazz ist nicht jedermanns Geschmack. Nein, ja. Aber Christian, ist Improvisation und Zufall, was hat das mit Aufklärung zu tun? Ja, ist schon so ein Problem. Genau. Adorno schreibt auch in diesem anderen Text, Improvisation sei Zufall. Improvisation ist kein Zufall. Richtig. Und das finde ich enorm abwertend gegenüber Improvisation. Nein, ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also ich habe die beiden Sachen aufgezählt. Ja, zwei verschiedene Sachen. Ja, aber Adorno schmeißt das in einen Topf. Ja, okay. Ja, gerne. Klar. Okay, ja gut. Und was ist daran aufklärerisch? Also, aufklärerisch daran ist, sind gewisse Harmonien immer weiter auseinanderstrapaziert worden. Und zwar so, dass jeweils neues Neuland mit einbezogen worden ist. Das ist sowas wie wenn man in eine Gegend geht, die man noch nicht kennt und sich aber da weiter traut. Und dann auch natürlich neue Sachen sieht. Was soll denn Aufklärung sonst sein, verdammte Kacke? Aufklärung sonst ist, dass die neue Landschaft was Besseres ist. Dass man nicht irgendeine neue Landschaft, sondern eine bessere Landschaft. Und was ist denn besser? Eben. Das ist natürlich, Kant hatte da noch einfach Regeln, aber das ist eben in der Postmoderne, sind diese Sachen so weggebrochen, dass es dieses nicht mehr gibt. Und darum gibt es ja auch diese Postmoderne. Mhm. Ja, aber ich meine... Ist das falsch? Diese ganze Postmoderne, denen liegen etliche Täuschungen zugrunde. Also die wird viel zu hoch gehalten, also und da werden viel zu viel... Also gerade der Jazz, also der Blues, ne, ist ja jetzt keine Hochkultur. Was? Nein. Das ist die Leistung von Amerika. Ja, aber es ist ja im Sinne von, es kommt ja wirklich von ganz armen Leuten, die da wirklich ihre Sachen gemacht haben. Es ist doch total elitär zu sagen, dass arme Leute das nicht tun können. Ja, ja. Ja, war der auch. Also, ja, ist es auch. Ich sag mal, aber genau deshalb ist das keine Lösung. Und im Kantschen Sinne des sich selber bilden, kann man doch nicht Homeboys als Vorbild nehmen. Um sich selber zu, verstehst du diese Diskrepanz von was Kant wollte, den besseren Menschen oder was auch die Christen oder viele. Die wollen auch die Bluesmusiker genauso. Den sich selbst. Die suchen den auf eine andere Art und Weise. Die haben doch was ganz Tolles. Die haben entdeckt, dass ihr Rhythmus der Rhythmus ist, der ihr Leben bestimmt. Und hatten die Potenz, das als Existenzgrundlage zu behaupten, ohne den aufzuwerten. Die haben sich nicht hingesetzt und haben ihre Partituren für das Carnegie Hall Orchester geschrieben. Die haben sich in die Carnegie Hall gesetzt mit ihrer schrabbeligen Gitarre und da genau das gemacht, was sie auch am Bahnhof machen. Und das ist eine totale Potenz. Das ist ganz, ganz toll. Das ist ein Riesenunterschied zur Moderne. Ganz großer Unterschied zu Surrealismus oder zu Marcel Duchamp. Diese Potenz, die dahinter steckt, ist so groß. Der Marcel Duchamp braucht den Galerieraum, der braucht die bürgerlichen Salons, um zu diskutieren. Der braucht die Hochschule, der braucht hier diesen ganzen offiziellen Kaiser-Wilhelm-Apparat, um seine Toilette zu installieren oder seinen Flaschentrockner. Der Bluesmusiker wendet sich ab und kann das
in Luft, die kannst du in den Orbit schicken und da spielen. Das funktioniert immer. Der Flaschentrockner von Duchamp funktioniert im Orbit überhaupt nicht. Er funktioniert nur in der Relation zur Gesellschaft. Das ist so toll. Das ist so eine Leistung. Das hat nichts mit Aufklärung zu tun. Warum ist jetzt der Duchamp da aufklärerisch und der Bluesmusiker nicht? Und selbst da ist wieder die Sache, der Stockhausen funktioniert auch nur in Relation zu der Gesellschaft. In Relation bei Stockhausen ist Stockhausen ist genau da auch noch drin. Stockhausen ist nochmal was anderes, weil der Stockhausen ja dann den Zufall nimmt. Ja, aber ich meine auch Cage ist auch total modern. Also das war ja auch Cage modern. Ist so eine Schnittstelle, weil Cage doch sehr, sehr stark sich auf die Tradition der Moderne, also der will ja auch Welt verbessern. Herbert, ich habe übrigens hier von aber der ich da gefunden. Darf ich mal ganz kurz. Du darfst niemals. Hallo, ich habe hier den Kant gefunden. Ich sehe das so mehr als psychologisches Problem. Also, ich kann mal nicht. Wer ist das hier? Ihr redet noch im luftleeren Raum. Ich habe jetzt hier den Passus. Das, was der Herbert gesagt hat, habe ich jetzt hier gefunden von Kant. Derrida hat in seiner eigenen Ästhetik hat hier den Kant gefunden am Ende der Kritik der ästhetischen Urteilskraft von Kant. Da schreibt Kant nämlich: Von der Normalidee des Schönen ist doch noch das Ideal desselben zu unterscheiden. In körperlicher Äußerung als Wirkung des Inneren gleichsam sichtbar zu machen, dazu gehören reine Ideen der Vernunft und große Macht der Einbildungskraft, welches dann beweist, dass die Beurteilung nach einem solchen Maßstabe niemals rein ästhetisch sein könne. Also das mit Vergeblichkeit auch, ne? Und mit dem ganzen Drum und Dran und mit den existenziellen halt, ne? Mit was? Was weiß ich, ne? Also es ist auch Aufklärung drin, aber es ist was anderes als Aufklärung. Ja, stimmt. Die Aufklärung geht nicht verloren, die bleibt uns. Also es ist auch ein anderes Wort, ne? Das eine ist das Wort Aufklärung und das andere ist das Wort Kunst. Und mit Recht. Kunst ist Aufklärung. Nein, das ist was anderes. Nein, Chibi. Aber ganz bei den Aposteln. Was? Bei den Aposteln vom Dürer. Ja. Ist ganz wichtig, dass die Form des Menschen dargestellt wird. Und die hat er auch in seinen Formkanon, also der hat ja diese anatomischen Untersuchungen gemacht und wollte. Ne? Bei Chardin löst sich das schon auf. Velázquez geht da ja auch noch, krümmt da kein Haar, obwohl er unheimlich frei ist. Delacroix greift schon richtig ein, ne? Hält sich aber noch an die Bildordnung, Delacroix. Und Matisse auch noch. Also die sind auch immer noch in Bezug des bürgerlichen Sehens und Kirchner will genau aus diesen bürgerlichen Umständen raus und malt schon über den Rand hinweg, ne? Wie Mondrian dann um die Ecke geht und so. Ne? Da kann man schon so sich mit diesem Begriff, was Aufklärung und was Struktur ist, ne? Das ist, was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist bei Jackson Pollock, dieses Dripping hier, was hier Hemd 34 oder so, denkt man, es ist Struktur, wenn er nur spritzt,